Die sich nichts sehnlicher wünschen, als einmal fast wie von alleine fliegen zu können. Paramotoring heißt die Lösung. Das wird gerade zum absoluten Trendsport. Daniel Göldner hat zwei Flieger begleitet, die mit ihrem neuen Hobby richtig Spaß haben. Nichts ist schöner als Fliegen. Auch Till und Erik sind vom Paramotoring-Fieber infiziert. Für mich ist der Motorgleitschirm eigentlich ein fliegender Teppich, der in seiner Einfachheit kaum zu überbieten ist, um in die Luft zu kommen. Mit nur wenigen Handgriffen wird aus ein paar Stangen, einem Motor und einem Gleitschirm ein topmodernes Fluggerät. Das Schöne am Motorfliegen ist halt, man kann eigentlich egal bei welchem Wetter, solange es nicht hagelt oder stürmt, eigentlich auf die Wiese gehen und das Zeug hinschmeißen und losfliegen und es halt völlig autark. Beim Paramotoring ist die Freiheit tatsächlich grenzenlos. Starts und Landungen sind theoretisch überall möglich. Man braucht nur eine Genehmigung und ein bisschen Platz. Ich habe dann lieber immer gerne noch ein paar Zentimeter Luft. Auch wenn es nur ein paar Zentimeter sind, wie man hier vielleicht ganz schön sieht. Erik hebt auch beruflich regelmäßig ab. Er ist Pilot bei einem großen deutschen Ferienflieger. Die Steuerleine seines Motordrachens ist ihm allerdings weit lieber als der Steuerknüppel seiner Boeing. Das eine hat mit dem anderen eigentlich nicht viel zu tun. Das eine ist eben ein moderner, eher ein Job des Managen. Und das, was hier ist, das ist halt noch wirklich die purste Fliegerei, die man sich eigentlich vorstellen kann. Die Motoren haben genügend Kraft, um spielend mehr als 200 Kilogramm Masse zum Abheben zu bringen. Über 3 Stunden kann man ohne nachzutanken in der Luft bleiben. Rund 8000 Euro haben Till und Erik für ihre Ausrüstung springen lassen. Es ist auf jeden Fall die günstigste Art, in die Luft zu kommen. Also mit weniger finanziellem Einsatz wird man es kaum schaffen. Paramotoring. Ist man erstmal vom Fieber angesteckt, kommt man so schnell nicht mehr davon los. Prügeln, treten, klopfen.